Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch alle zusammen. Ich bin jetzt gerade wach geworden. Wir haben jetzt kurz vor 8 Uhr. Jetzt geht's los zum dritten Teil. Das Wetter ist aber nicht so schön. Ja, der Himmel ist komplett weiß. Keine Sonne. Ich hatte jetzt 2 Tage schönes Wetter gehabt mit Sonne. Aber gut, vielleicht kommt die Sonne ja später raus, man weiß es ja nicht. Und jetzt geht's ab Richtung Meer und ich freue mich schon. Ich würde sagen, los geht's. Bis gleich. So Leute, jetzt habe ich erstmal komplett geduscht. Ich habe erstmal alles hier fertig. Es hat natürlich richtig gut getan. Nach dieser heißen Dusche. Jetzt mache ich erstmal schön lecker Käffchen. Mal gucken, ob wir noch drin haben. Ich hoffe, ich habe noch so ein Pad Kaffee hier drin. Ich weiß es gar nicht, ich muss erst noch mal gucken. Aber ich meine, ein Pulver meine ich noch zu haben. Jetzt gehe ich gleich erstmal Wasser holen. Und dann lege ich auch schon los, lecker Käffchen zu machen. Sehr gut. Ja Leute, ohne Kaffee läuft hier gar nichts mehr. Ohne Kaffee läuft nichts. So, jetzt habe ich noch 2 Pulverpads hier. Ich habe einen falschen Löffel. Mal gucken. Ja, ich schätze mal ungefähr so. Ja. 58 bis 59 Kilometer habe ich noch bis nach Zandvoort. Leute, ich bin noch total müde. Ich bin noch halb im Schlaf noch. Also da hätte ich natürlich auch ein bisschen Hunger drauf jetzt, ne? Auf dem Müsli. Das wäre jetzt echt eine super Idee. Echt lassen, es ist echt frisch hier. Es ist richtig frisch hier. Boah, das merke ich jetzt natürlich, ne? Wie frisch es ist. Ja, jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal alles erstmal packen. Kaffee habe ich gerade schon ein bisschen was getrunken, aber ich könnte wirklich ein Brötchen vertragen oder so. Vielleicht haben die ja hier eine Imbissbude hier, also hier in der Rezeption. Irgendwie ein paar Brötchen da oder ein paar belegte Brötchen, muss ich mal gucken. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich packe hier zusammen und dann hole ich meine Akkus und dann geht's weiter. Fast fertig. Zelt ist auch im Auto drin. Ja, mein Kochgeschirr steht noch hier. Jetzt trinke ich noch ganz, ganz schnell ein lecker Käffchen. Was sagt man zu meinem Käffchen, was ich immer habe? Muckefuck. Muckefuck ist immer der Kaffee mit dem Pulver. Ja, und da werde ich jetzt nochmal schnell was trinken und werde dann schon mal langsam zur Rezeption gehen. So, jetzt kriege ich meine Akkus wieder. Die Rezeption hat leider noch geschlossen, aber der Chef ist da. Der steht gerade da hinten mit seinem Auto, ist gerade Sachen am Einladen. Jetzt gibt mir gerade eine junge Dame mir meine Akkus, meine 2. Und dann geht's auch schon los. Ah, sieht ja sehr gut aus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Perfekt, da sind sie. Klasse, klasse, klasse. Okay. Ich mache immer 8 Stunden. Ja. Und dann ist fertig. Ja, mal gucken. Ich hoffe, es regnet nicht. Ich hoffe, wir haben echt noch Glück.
Und ja, ich bin mal überlegen, ob ich, wenn ich jetzt in Zandvoort ankomme, ob ich mir da wirklich ein Apartment nehmen soll oder so eine Pension. Ich kenne mich ja da so ein bisschen aus und da kriegt man auch schon Pension ab 25 Euro. Und ich denke mal, 25 Euro würde ich auch bestimmt auf dem Campingplatz auch bezahlen. Wenn ich da 5 Euro mehr bezahle, dann kann ich auch so eine Pension nehmen. Muss ich einfach mal gucken. Ob ich das mache, ist natürlich eine ganz andere. Ist natürlich was ganz, ganz anderes, wenn ich eine Pension habe, ne? Ja, und jetzt würde ich sagen, geht's auch mal los und ich fahre jetzt einfach mal voran. So, bis Zandvoort sind es noch 55 Kilometer, 2 Stunden 57 Minuten. Ja, Freunde, hier auf jeden Fall an dem Campingplatz, wo ich gerade wegfahre, Zonneck, ich hoffe, ich spreche es richtig, Camping, Zonneck, Hildversum. Ich werde auf jeden Fall unten den Link von dem Campingplatz unten in der Videobeschreibung einfügen. Und wenn ihr mal hier seid, also ganz, ganz nette Menschen, sehr hilfsbereit, also sehr, sehr lieb, muss man wirklich lassen. Wie gesagt, auch mal vielen, vielen Dank für meine Aufladung, für meinen Akku und tausend, tausend Dank an euch alle. Ja, und wie gesagt, fahrt mal hin, Zonhöck oder Zonhick. Sorry, ich wahrscheinlich spreche wahrscheinlich falsch aus. Ich werde es aber trotzdem in die Videobeschreibung unten einfügen. Ich würde sagen, Leute, besucht das Ding, das ist echt super und sehr, sehr nett hier. Muss man wirklich lassen und lecker essen. Wirklich, der Schnitzel war gestern mal richtig Bombe. Ja, und ich würde sagen, jetzt geht's auch mal weiter. Ja, Leute, ich kann hier Eier kaufen. Verse Eiern. Also ich hätte auch richtig Hunger auf Eiern. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier rein muss. Ich muss, glaube ich, hier reinfahren. Und Birdie von Herk. Ja, ich kann das alles nicht so aussprechen. Ja, ich gehe jetzt einfach mal gucken, wo hier die Anmeldung ist, um Eier zu kaufen. Ich habe richtig Hunger, Lust auf Eier. Vielleicht will ich mir gleich noch ein paar Eier kochen, schön in der Pfanne. Da habe ich echt Lust zu. Ja, da gucken wir einfach mal. So, hier ist ein Haus, aber hier kann man, glaube ich, keine Eier kaufen. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter durchgehen. Da gucken wir jetzt mal. So, irgendwo muss es hier der Eingang geben. Ach, süße kleine Häuser hier. Ne? Aber ich finde, die Leute sind nicht so beobachtet, wenn ich hier mit der Kamera rumlaufe. Ach, ich glaube, ich habe da was gesehen. Frisches Eis gibt es auch sogar hier. Hier gibt, Leute, hier gibt es sogar frisches Eis. Krass. Na, wir wollen erstmal frische Eier haben hier von den Bauern. Und hier diese Kühe, die sehen natürlich auch super toll aus hier, ne? Diese Plastikkühe hier. Da steht schon mal, da liegt schon mal ein Kampfhund. Der passt auf jeden Fall auf. Ja, da gucken wir auf jeden Fall mal, ob wir hier Eier bekommen. Ah, das ist der Eingang, glaube ich, für Eier. Ein holländischer Hof, da drin gibt es Eier. Super. Na, gucken wir einfach mal. So, stopp. Und dann machen wir uns gleich lecker Eier. Da gibt es lecker Eis. So, dann gucken wir jetzt mal. Guten Tag. So, Leute, ich habe gefragt, ob ich hier filmen darf. Also der Mann hat nichts dagegen. Ja, jetzt sind wir natürlich hier drin in diesem leckeren. Oh, das sieht so lecker aus. Frische Milch hat man hier, Käse hat man hier. Also richtig toll. Ich möchte auf jeden Fall 10 Eier haben. 10 Eier kosten 3,50 Euro. Die sind natürlich auch frisch hier vom Bauernhof. Ja, der liebe Verkäufer, der war auch sehr, sehr nett. Der sagte, okay, ich habe doch gar keine Probleme, wenn ich hier schön Film tue. Ja, wie gesagt, hier haben wir noch schöne frische Milch und Joghurt. Ich habe eine Frage. Ach, der hört mich nicht. Ach, okay, der hört mich nicht. Okay, dann nehmen wir mal 10 Eier. Ja, gut, legen wir uns mal 10 Eier hier rein und
Da mache ich jetzt einfach mal. Am besten hier mit dem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Natürlich hier schön mit der Feder dran. So muss das sein. So, die 10 nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, klasse. Jetzt habe ich noch eine Frage. Da ist Milch drin, ne? Das ist Milch. Hier ist ja Milch, ne? Und diese rosa, ne? Diese Red. Joghurt. Ach, Joghurt ist das, okay. Ja. Was kostet denn so eine Flasche? 3,45. Okay. Ja, aber ich muss ja alles mitnehmen. Ich habe einen riesen Bollerwagen dabei. Ja. Wird das zu schwer. Und, okay. Okay, dann nehmen wir erstmal die Eier mit hier, ne? 3,50, ne? Ja. Okay. So, bitte sehr. Ja. Super. Käse haben wir auch. Lecker Käse, schmeckt auch super, ne? Was ist das? Was ist das für ein Käse? Ja? Der Name. Name Case. Name. What's your name? Gouda? Ja. Gouda? Ja. Und diese auch? Ja. Das ist auch Gouda, ne? Okay. Wie viel kostet eine? Ja, hat doch gewinnt, das vielleicht. Ah, kann man? Ja? Ja? Okay. Der sieht gut aus hier, ne? Nehmen wir mal Gouda. Gouda. Boah, das ist doch viel, ne? So, ne? Was ist das denn? 12 Euro. Wie viel? 12 Euro. Oh, 12 Euro, 12, ja. Das war ja kein anderer. Ja, ich nehme mit. Ich nehme mit. Ja, ich nehme mit. So, gucken wir mal. Okay, ich habe klein. Besser. Ja. 10, habe ich noch 10 hier? Ne, kleine gibt es nicht mehr. Okay. So, jetzt haben wir natürlich Eier und wir haben leckeren Gouda haben wir hier. So. Jetzt habe ich hier meine Eier. Ich habe meinen leckeren Käse hier. Der leckere, so ein leckerer Gouda. Guckt euch schon mal an hier. Der ist natürlich richtig frisch hier. Hier angefertigt hier. Ja, und meine leckeren Eier. Da werde ich nachher ein super schönes Plätzchen finden und dann werde ich auch gemütlich lecker schön essen. Ja. Und der Käse hat jetzt 12,98 Euro gekostet. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Das ist auf jeden Fall kräftiges Stück. Und 10 Eier waren jetzt rund 15, 16 Euro. Aber Leute, sagen wir mal ehrlich, wann geht man mal zum Bauernhof und geht mal was Gutes holen? Das machen wir ja sehr selten. Von daher ist es halt so. Ich freue mich auf jeden Fall gleich auf das leckere Essen. Da sind die Hühner. Ja Leute, ich habe tierischen Hunger. Ich muss unbedingt was essen. Ich habe so großen Hunger, ich kann kaum weiterfahren. Hört sich jetzt blöd an, aber mir knurrt der Magen. Und deswegen bin ich echt froh, dass ich erstmal die 10 Eier habe. Und die werde ich mal schön einzeln schön in der Pfanne jetzt reinhauen. Ja, ich habe Kohldampf ohne Ende. Aber jetzt geht es erstmal zum Essen, bevor es auf Europa erstmal weitergeht. So Leute, jetzt wird erstmal die Eier drauf gemacht. Zack, das erste Ei. Und das zweite Eichen hier. Schöne Haare hier. Den Gouda auch noch dazu hier. Guckt euch das mal an hier. Richtig lecker hier. Den mache ich jetzt mal auf, den Gouda. Lecker. Wenn wir eine Scheibe essen hier. Frisch vom Bauernhof. Ja, da wollen wir mal probieren,
Da wollen wir auf jeden Fall erstmal probieren, wie der schmeckt. Boah, Leute, der ist so cremig hier. So lecker. Oh, lecker, lecker, lecker. So, jetzt wird erstmal schön lecker gegessen hier. Der Unterschied ist echt schon da. Doch, ein Käse mag ich besonders. Und zwar ist das der Ziegenkäse. Wenn er schön nach Ziege schmeckt. Das ist natürlich ein Käse der feinen Sorte hier. Aber das sieht richtig gut aus hier. Ja Leute, ich bin gerade an einem Geschäft vorbeigekommen. Interboard nennt sich das. Und hier sind alles richtig tolle, schöne Boote. Ja, und ich habe mir auch vor, irgendwann ein Boot zu kaufen. Ein Slöpp-Boot. Jetzt stehe ich erst einmal vor so einem schönen beigen Slöpp-Boot. Denke ich mal, dass das auch ein Slöpp-Boot ist. Auf jeden Fall sieht das richtig toll aus. Ja, hier haben wir auch noch schöne schwarze Boote. Und was ich besonders schön finde, ist natürlich hier diese dicke Schnur, die hier drum ist. Also richtig toll. Und ich frage mal, ob ich da drin filmen darf, um ein bisschen mich umzugucken für so ein Slöpp-Boot. So Leute, da drin dürfte ich jetzt nicht filmen. Ich muss aber ein bisschen weiterfahren und da sind alles neue Boote. Aber schauen wir jetzt mal hier an, wie es hier aussieht. Boah, alles Slöpp-Boote. Das heißt nicht Slöpp-Boot, Slöpp-Boot heißt das. Slöpp. Ja Leute, ich war gerade hier in dem Bootsladen drin gewesen. Ich darf leider nicht filmen da drin, aber die haben Boote da drin. Slöpp-Boote, einfach nur der Traum. Einfach nur ein Traum, also richtig klasse, gefällt mir richtig gut. Auf jeden Fall sind diese Slöpp-Boote eine Nummer größer, als wie ich eigentlich haben möchte. Aber es ist wirklich, wirklich ein Traum. So, jetzt geht's aber natürlich mal ein bisschen weiter. Ich bin gerade hier an so einem schönen ruhigen Plätzchen, wo hier noch so ein kleiner Steg ist. Also ich habe schon so viele schöne kleine Boote gesehen, also richtig süß. Ja, man kann auch hier natürlich auch anlegen. Man kann natürlich hier mit dem Kajak los paddeln. Also wenn man einen Kajak hat, da kann man vorne parken. Da kann man hier den Kajak festmachen, da kann man hier ab hier schon mit dem Kajak schon unterwegs sein. Also sieht richtig traumhaft aus. Also muss man wirklich lassen. Richtig schön. Ja, jetzt fahre ich hier so eine Mückenplage irgendwie rein. In meinem Ohr waren die kurz, in meinem Mund ganz kurz, 2-3 Stück. Mach ich wieder. Ja, jetzt geht's los. Das ist, glaube ich, die Zeit jetzt. Jetzt fängt es an mit den Mücken hier. Da muss man sich wirklich im Mund zuhalten. Ich kann kaum reden. Boah, furchtbar. Puh. Ja, jetzt fahre ich hier durch zum Wassergebiet. Das sagt natürlich alles wegen den Mücken. Und also ich glaube im Sommer braucht man hier gar nicht durchfahren. Boah. Nee, ich muss aufhören zu filmen. Thank you.
jetzt fahren wir auf den Amsterdamer Ringkanal. Und dann sind wir gleich über diese Amsterdamer Brücke. So Leute, jetzt muss ich erstmal was zu essen holen. Mal gucken, Tiefkühltruhe. Muss ich mal gucken, ob da irgendwas ist. Vielleicht eine Tüte, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich muss mal gucken, was auch nicht alt so schwer ist. Röstjes. So Art wie, ja, so Reibekuchen, so eine Art. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ein paar Reibekuchen fertig machen. Kostet 1,79 Euro. Was haben wir denn hier noch? Fisch. Bambi Goreng. Bambi Goreng hier mit Hähnchen. Hier ist auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, ich nehme lieber das hier. Oder Chicken. Nö, das sieht schon gut aus hier. Bambi Goreng. So Leute, jetzt bin ich wieder raus. Ich habe mal gerade wieder was eingekauft, ein bisschen Joghurt, 3000 Cola, dann dieses Nase Goreng oder Bambi Goreng, keine Ahnung wie das heißt. Ja, jetzt geht es auch natürlich weiter. Ich habe noch ein paar Kilometer vor mir, ich muss da schon mal auf die Uhr gucken. Ich schätze mal so 20, 21 Kilometer, dann sind wir da. Ja Leute, hier ist der besondere Punkt an dieser Brücke, wenn ich immer mit den Kindern von der Autobahn gekommen bin, dann haben wir nach ein paar Kilometern direkt das erste gesehen, das war hier die Brücke mit dem Wasser. Das war das erste, was wir immer gesehen hatten, das geht natürlich hinten weiter rauf. Auf jeden Fall ist das hier die Brücke, die haben hier ein bisschen umgebaut, ein bisschen umgeändert. Auf jeden Fall ist das die Brücke, wo wir immer damals immer drüber gefahren sind. Richtung Zandvoort. Das war ich da ganz genau und da waren die Kinder natürlich auch so begeistert gewesen am Anfang, wo sie noch kleiner waren. Ja, das ist natürlich hier dieses schöne Fleckchen hier. Hier ist es. Ja, und ich hätte nicht gedacht, dass ich mal hier mit dem Fahrrad hier oben auf der Brücke stehe. Niemals. Geschweige von mir von zu Hause aus bis hierhin. Ja, dann würde ich sagen, dann geht's auch mal weiter. Ja Leute, hier geht normalerweise der Flieger hoch, weil hinter mir ist Dreck Schiphol, das heißt der Flughafen. Oh, da kommt einer. Da. Da wollte ich euch gerade zeigen. Da ist er. Ja, das wollte ich gerade gesagt haben, dass ich hier die Flugzeuge hier hochfliegen sehen habe. Ja, und wollte gerade die Kamera so drauf halten. Aber ich würde sagen, wir fahren noch ein bisschen hier rauf. Und dann mache ich schon mal eine Aufnahme, genau wo wir so ein bisschen unten drunter sind, unter dem Flieger. So Leute, ich stehe jetzt noch mal hier vor dem Tor. Ich bin gerade hier drauf vorbeigefahren. Und hier ist natürlich so ein Tor, wo man natürlich auch direkt gucken kann, wie die Flugzeuge starten. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen. Aber der ist dann normalerweise auch viel zu weit weg. Das bringt nichts. Ich warte mal, bis einer was näher ist.
Leute, jetzt sehe ich das erste Mal ein Schild. Haarlem 2 Kilometer, Zandvoort 7 Kilometer, Alkmaar 35 Kilometer. Hier steht es natürlich auch Richtung Haarlem 201, die N201. Zandvoort, Alkmaar, also noch 7 Kilometer und Alkmaar, da wollen wir gar nicht hin, das ist 35 Kilometer. Aber das ist natürlich jetzt das erste Schild, was ich überhaupt sehe. Zandvoort. Zandvoort. Ich hab's bald geschafft. Ich hab's fast geschafft. Nach 2 Kilometer bin ich da. Ich bin eigentlich schon in Zandvoort. Aber für mich ist Zandvoort immer zu sagen am Meer. Ne? Ja, wie gesagt, noch 2 Kilometer bin ich da. Ich sehe auch schon den Wasserturm. Der eine oder andere kennt den Wasserturm. Auf jeden Fall kennen meine Kinder den. Und ja, was ich immer so bewundert finde, ist immer, dass ja, zum Beispiel in der Niederlande überall haben sie ihre Fahnen aufgehangen. An jedem, fast in jedem Haus oder an vielen Häusern stehen holländische Fahnen am Haus. Also finde ich richtig toll. Ja, jetzt sind wir bald da. Der Strand ist noch links runter. Das heißt, wir müssen links runter zum Strand. Ja, Leute, wir sind echt angekommen. Ich und mein Bike. Ne? Mein bestes Stück hier. Ja, mein Bike hat mich hier nicht im Stich gelassen. Toll. Einfach nur klasse. So, jetzt gehen wir mal noch ein bisschen über die Straße. Ich meine, hier ist das Zentrum, noch 100 Meter. Ich glaube, wir fahren mal Richtung Zentrum. Von da aus kann ich immer noch weiter mit dem Fahrrad fahren. Richtung, ja, zu meiner Pension oder Zeltplatz. Da muss ich jetzt mal gucken, wo ich da was kriege. Ich melde mich auf jeden Fall nachher nochmal. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mal rüber in das Städtchen. Fahre hoch ans Ziel. Ja, und da sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Ich habe gerade auch so eine traurige Nachricht bekommen. Ich stehe gerade hier vor der Pension, wo ich jahrelang immer hingegangen bin. Und da war eine ältere Dame, die hat so ein bisschen geschielt. Die war eigentlich immer sehr, sehr nett. Und ja, jetzt hatte ich gefragt, ob ich oben noch mal ein Zimmer haben könnte. Ja, da sagte mir der Mann, die Dame ist vor 5 Monaten ist die verstorben. Und jetzt ist natürlich ein anderer Käufer in diesem Apartment. Ich hatte praktisch das Haus gekauft. Ja, das heißt, die Dame ist leider verstorben vor 5 Monaten. Das tut mir echt leid. Und ja, wenn man so eine Nachricht hört, dann kraut es einem schon. Ja, es tut mir wirklich leid. Es tut mir sowas von leid, weil die Frau war wirklich lieb. Ja, jetzt muss ich halt mal weiter gucken, wo ich was anderes finden tue. So, Leute, da gucke ich jetzt mal weiter.
Ich hier irgendwo noch. Ja, das ist sehr ärgerlich, ne, der Dame. Ja, hier rechts haben wir natürlich dieses Zentrum. Hier, der kennt er natürlich. So, das ist das kleine Filmchen vor mir. So. Na, okay. Da gucke ich jetzt mal hier mal nach. Weil hier gibt es auch noch jede Menge Pensionen. Da gucke ich jetzt mal. Could you give me a break? I'm just a fool. When it comes to loving you, could you give me a break? I'm just a fool. When it comes to loving you. Ja, Leute, die ticken immer sauber, ne? Also ich war gerade hier auf dem Campingplatz. Die wollen 40,50 Euro haben für eine Nacht auf dem Zeltplatz, noch nicht mal ohne Strom. Ja, und das sehe ich nicht ein. Also ich war eben an einer Pension gewesen, die kostete 45 Euro. Da würde ich sagen, dann fahr mal lieber zurück zu der Pension, wo 45 Euro kostet. Weil das sehe ich ja nicht ein. Ne? Und ich denke mal, die sind alle hier so teuer. Da kann ich mir gleichzeitig direkt auch eine Pension nehmen. Ja Leute, damit darf ich euch herzlich willkommen heißen. Hier in Zandvoort, direkt hier am See. Hier seht ihr, hier ist das Meer. Es riecht auch richtig gut, richtig toll. Und wie gesagt, Leute, ich habe es geschafft. Ich habe es wirklich geschafft. Das ist jetzt keine Sache, die jetzt keiner schaffen könnte, aber dennoch trotzdem ist es wirklich sehr anstrengend gewesen. Es waren jetzt 198 Kilometer. Ich bin jetzt 8, 16, 20, circa 21 Stunden bin ich gefahren in Ruhe. Und ja, wie gesagt, heute bin ich angekommen hier. Richtig toll. Wir haben gerade mal kurz nach 2, die Sonne scheint. Also ich habe wirklich Glück hier, auch mit dem Wetter. Ich werde nachher erstmal schön mal spazieren gehen am Meer und ich muss jetzt erstmal mal gucken, dass ich hier eine Pension kriege. Wie gesagt, ich war eben hier an so einem Zeltplatz, der wollte glaube ich 40 Euro haben. Der andere, der nimmt keine Camping auf, die jetzt so ein Zelt haben, nur Wohnmobile und Caravans. Ja, und jetzt muss ich mal gucken, jetzt war ich eben in einem Hotel gewesen, an einer Pension, der meinte 45 Euro. Habe aber gesagt, nee, komm, ich fahre dann weiter. Lieber zum Campingplatz, wo ich 20 Euro bezahle. Und mit 20 Euro, glaube ich, kann ich wirklich total vergessen. Das wird auf jeden Fall hier nichts geben mit 20 Euro oder gestern 12 Euro. Das wird auf jeden Fall nicht so sein, wenn wir direkt am Wasser sind. Leute, die Menschen, die sind hier so abgebrüht vom Campingplatz hier. Die ziehen die Leute so ab und das finde ich eigentlich richtig, richtig schade. Aber gut, wie gesagt, ich muss ja nicht dahin gehen. Ich fahre jetzt wieder zurück zu der Dame und werde auch da dieses Hotel nehme ich 45 Euro und ich habe Strom, ich habe eine normale Dusche, ich habe ein Bett zum Schlafen und jetzt hier der Campingplatz, der hat auch nicht mal Strom gehabt und wollte 40 Euro haben. Mit Strom 47 Euro. Ja Leute, ich bin etwas enttäuscht, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe jetzt wirklich so viele Apartments abgeklappert. Die wollen alle 100 Euro bis 120, 130 Euro haben pro Nacht ohne Frühstück. Ich denke mal, manchmal ist das jetzt eine Verarsche oder meinen die das jetzt wirklich ernst? Ja, und die Dame, die natürlich verstorben ist vor 5 Monaten, bei der hatte ich immer einen Platz gehabt für 25 Euro. Die sagt immer, ruf an, da kommst du vorbei. Ich habe immer 25 Euro bezahlt. Ohne Frühstück, aber trotzdem, ich habe es immer schön sauber gehabt und ich wusste immer, wo ich hinfahren konnte. Ich konnte immer blind fahren, weil die Dame halt so versteckt wohnt und hat auch kein Schild draußen, dass sie ein Apartment hat. Ja, und jetzt ist es so, jetzt habe ich in anderen verschiedenen Apartments schon nachgefragt. Die wollen alle richtig, richtig Kohle haben und das sehe ich natürlich nicht ein. Bei der einen Dame, die wollte 45 Euro haben, das wäre dann noch okay. Aber sie hatte noch nicht mal ein bisschen Platz gehabt, um mein Fahrrad reinzustellen, um meinen kleinen Bollerwagen reinzustellen. Die war auch ein bisschen unfreundlich gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ist viel zu viel. Hoffentlich sagt er nee und er geht wieder. So ein Gefühl habe ich gehabt.
Und ja, wie gesagt, wenn mein Fahrrad nicht willkommen ist, dann bin ich auch nicht willkommen. Ist zwar krass gesagt, aber hart. Ja, das Fahrrad hat mich so begleitet die ganze Zeit. Und um es draußen festzubinden, dass es nachher geklaut wird, wäre es auch eigentlich viel zu schade. Und ja, dann hätte ich auch gar keine Ruhe, nachts zu schlafen. Das wäre auch nichts. Ja, wie gesagt, dann habe ich eben Verlauf der Verzweiflung, weil ich ja gar keinen Platz hier finde. Ich weiß noch nicht, wo ich übernachten soll. Die Campingplätze sind überteuert. Ich hatte es natürlich ein bisschen anders in Erinnerung gehabt. Ich habe mich da echt so verschätzt. Auf jeden Fall werde ich jetzt so machen. Also ich habe jetzt so gemacht, dass ich jetzt meine Freundin angerufen hatte. Sie wird mich jetzt gleich abholen kommen. Die hat natürlich auch eine weite Fahrt von 250 Kilometer. Die wird nachher natürlich auch noch eintrudeln nachher. Aber in der Zeit werde ich euch ein bisschen was zeigen. Ich werde trotzdem irgendwie festbinden, am Meer gehen. Ich gucke, ob ich zum Meer hinkomme. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es ist jetzt wirklich ein bisschen blöd gelaufen. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem sehr, sehr viel Spaß gehabt. Und ich konnte euch ein bisschen was zeigen von Zandvoort. Wenn nachher meine Freundin kommt, da kann auch sein, dass wir da ein bisschen runtergehen, spazieren und gleich noch was essen gehen. Ich weiß es nicht. Mal gucken, wie spät es wird. Ja, es ist alles ein bisschen jetzt verkehrt gelaufen. Viele sagen sich natürlich, wie kann man denn blind hier hinfahren nach Zandvoort? Gut, ich habe es bis jetzt immer so gemacht, weil ich genau wusste, wo ich immer hingehen konnte. Jetzt ist die Frau natürlich vor 5 Monaten gestorben. Da konnte ich natürlich nicht wissen. Und dass die Preise so überteuert sind hier und wo noch gar keine Feriensaison ist, da konnte ich natürlich auch nicht wissen. Ja, dann würde ich mal sagen, will ich euch mal ein bisschen was zeigen hier. Dann gehen wir einfach mal so rum. Was soll es? Ne? Machen wir halt das Beste draus. So Leute, ich werde erstmal einen richtig dicken Fischteller essen. Da habe ich mich auch schon die ganze Zeit drauf gefreut und das will ich jetzt auf jeden Fall machen. Richtig lecker Tellerchen. So, jetzt kommt erstmal mein leckerer Fischteller. Schon mal eine eisig kalte Cola, das ist schon mal gut. Nach der langen Zeit. Perfekt. Danke.
Ja, Leute, jetzt mal so ein kleines Feedback von meiner Tour von Anfang an. Also ich habe alles super gepackt gehabt. Ich habe wirklich reichlich weitergedacht an Sachen, die mir wahrscheinlich fehlen könnten oder nicht fehlen könnten. Ich habe auf jeden Fall mehr eingepackt, als wie ich auch eigentlich gedacht habe. Ja, die Tour von Anfang an, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, die ersten 10 Kilometer waren wirklich so durch ein Naturschutzgebiet. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gerade am Anfang da mit den Vögeln, das war echt klasse gewesen. Ja, dann ging es stur auf, geradeaus Richtung Landstraße. Da hat es mir wirklich die letzten 20, 25 Kilometer gar nicht oder 30 Kilometer gar nicht gefallen, weil wirklich nur Landstraße gewesen war und die ganze Zeit sind auch die Autos an mir vorbeigefahren. Ne? Die ersten 5 Kilometer habe ich mir gedacht, okay, irgendwann gibt es ja mal ein Ende. Ja, nach 10 Kilometer habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht. Nach 15 Kilometer habe ich schon so einen dicken Schädel gehabt, weil jedes Mal die ganzen Autos dran vorbeigerauscht sind. Das war einfach nur, das war nicht so schön. Ja, ansonsten die anderen Strecken, die waren echt toll gewesen, gerade über die Brücke, dann am Rhein entlang. Es gab mal so 7, 8, 9 Kilometer, wo ich mir gedacht hatte, okay, jetzt wird es ein bisschen ungemütlich. Da war natürlich die Wolken waren weg, es war keine Sonne da und dann habe ich natürlich auch so gefroren auf dem Fahrrad, habe mir eine dicke Jacke angezogen. Dann wurde es auch ein bisschen ungemütlich, weil es natürlich auch sehr stürmisch wurde, aber auch das habe ich gut überstanden. Ja, die beiden Campingplätze, die waren auch super, war schon sehr, sehr zufrieden. Der erste Campingplatz, der war echt top. Top, top. Also Preis-Leistungs-Verhältnis, da hatte ich glaube ich bezahlt 22 Euro. Man muss auch dazu lassen, ich hatte einen sauberen Platz gehabt. Ich hatte, die Duschen waren super, die Toiletten waren super, da war alles super gewesen. Muss man wirklich lassen, kann man nichts, da kann man auch nicht meckern. Auch gerade mit dem Wasser und ich liebe Campingplätze mit Wasser, das liebe ich natürlich auch. Ja, und der nette Herr, der mir natürlich auch die Steckdose gegeben hatte, der mir auch noch extra noch seine 4 Münzen gegeben hatte, um zu duschen. Da fand ich natürlich auch super, super klasse. Ja, und dann bin ich natürlich auch weitergefahren. Da habe ich natürlich auch sehr schöne Sehenswürdigkeiten gesehen. Wunderschöne Häuser habe ich gesehen. Also wie die Holländer ihre Häuser da in Schuss halten, das ist schon Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ja, die sind einfach picobello, die Menschen, die Niederländer mit ihren Häusern. Also klasse, klasse, klasse. Ja, und dann zum zweiten Campingplatz. Der war natürlich auch sehr, sehr, sehr gut. Ne, muss man wirklich lassen. Auch sehr sauber, sehr freundlich, sehr hilfsbereit. Ich fand natürlich auch super klasse, dass der Chef mir auch meine Akkus da ein bisschen aufgeladen hatte. Ohne Akku lief natürlich nichts. Ich habe zwar noch einen zweiten Akku noch dazu, der funktioniert aber teilweise. Da bin ich aber überlegen, ob ich den wegbringe für 130, 160 Euro. Lasse ich den da reparieren. Da muss ich mal gucken, wie viel das kostet genau. Muss ich mich noch mal richtig informieren. Auf jeden Fall bin ich mit einem Akku sehr, sehr gut hingekommen. Ich konnte ja andauernd immer laden. Das war natürlich auch gut gewesen. Ja, und bei dem zweiten, also nochmal zurückzukommen auf diesem zweiten Campingplatz, der war auch richtig toll, richtig klasse. Klar, in der Nähe gab es aber kein Wasser und ich liebe ja Wasser, gerade am Campingplatz, aber der Aufenthaltswert war super, der überhaupt Sauberkeit 1A. Klasse muss man lassen, auch derjenige, der jetzt einen Wohnwagen hat oder ein Wohnmobil hat, der kann wirklich spielend reinfahren. Also fahrt da auf jeden Fall mal hin zu den beiden Campingplätzen, da kann ich euch nur empfehlen, die sind echt, echt super. Und direkt gegenüber befindet sich ja so ein Flugplatz für die Segler und für die normalen Flugzeuge. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen, auch sehr, sehr sehenswürdig, wenn die da starten, also einfach nur klasse. Und auf der anderen Seite rechts, da gibt es noch so eine Art Imbissbude, da könnt ihr auf jeden Fall auch mal hingehen. Da gibt es auch Fritten mit Schaschlik, da gibt es Kaffee, da gibt es Cola, da könnt ihr so viel Sachen essen. Und dahinter ist natürlich auch die wunderschöne Naturschutzgebiet. Ich sage immer Düne dazu. Es sind keine Dünen, aber es sieht halt so aus, als wären es Dünen. Dieser Fachbegriff von diesem Naturschutzgebiet fällt mir jetzt auch nicht ein oder ich komme nicht drauf. Da müsst ihr auf jeden Fall mal schauen, das ist auf jeden Fall auch toll. Ne?
Ja, und die Strecke natürlich dann von dem letzten Campingplatz bis jetzt hierhin war natürlich auch toll gewesen. Ich habe natürlich schön durchgezogen, habe einen vollen Akku gehabt, habe das Ding direkt auf Turbo eingestellt, so dass ich auch kaum treten musste. Jetzt heißt treten musste schon, halt nur mit einer Unterstützung von so viel Kilowatt. Ich weiß jetzt nicht wie, aber ich habe eine gute Unterstützung gehabt, bis 25 km/h. So, und kurz vorm Ziel sind wir natürlich jetzt die restlichen zwei Lämmchen noch angeblieben. Dann habe ich natürlich noch hier hinher geguckt, ob ich einen Campingplatz finde, ob ich eine Pension finde, wo ich schlafen kann. Also finde ich sehr, sehr schade, dass das jetzt schon, es ist noch nicht mal Hochsaison, dass hier so viel los ist. Das hätte ich im Leben nie gedacht. Ja, und die Dame, die natürlich da verstorben ist, das tut mir auch so unendlich leid. Das war auch eine liebe Frau, die immer gesagt hat, ich könnte vorbeikommen. Die kannte natürlich auch meine Kinder. Von klein an war ich mit ihr immer da und auch sehr schade. Ich war sogar noch vor kurzem, 4 Jahre ungefähr her, war ich mit Guido doch da gewesen, mit einem Kumpel von mir. Der kannte die auch noch. Ja, Guido, die Frau ist leider nicht mehr da, wo wir mal da waren. Und Kinder, die Frau gibt es nicht mehr, die so schielt. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Soll ja nicht unhöflich sein, aber jeder Mensch hat ja so ein Merkmal. Ne? Sie hat halt so ein bisschen geschielt. Ein bisschen stark eigentlich. Okay. Ja, auf jeden Fall war das eine liebe Frau. Schade. Schade, dass sie nicht mehr da ist. Ja, und daraufhin hat sich bei mir natürlich auch sehr, sehr viel geändert von meiner ganzen Planung her. Dass ich natürlich erstmal verzweifelt geguckt hatte, wo kriege ich jetzt einen Schlafplatz her. Ja, und der eine Campingplatz, der wollte, glaube ich, 45 Euro haben, wo noch nicht mal Strom ist. Dann ist das Kilometer weit weg, locker 10 Kilometer, bis ich erstmal hier wieder ankomme. Also das war auch, und dann auch ohne Strom, das war auch natürlich blöd. Ja, und dann bin ich in verschiedene Pensionen gegangen. Die wollten zwischen 105 und 125 Euro haben pro Nacht ohne Frühstück. Und Leute, ich lasse mich da auch auf eine Art nicht abziehen. Der eine denkt so, der eine denkt anders. Ich denke natürlich anders. Dann habe ich natürlich weitergeguckt, auch da keinen Platz bekommen und habe mir gedacht, jetzt haben wir schon 4 Uhr, weißt du was, dann rufst du lieber an, dass du abgeholt wirst. Und ja, eine Freundin von mir, ne, und meine Freundin ist natürlich dann hierhin, jetzt auf dem Weg, die sind circa 1,5 Stunden, ziehen die da, holen mich ab. Ich war jetzt selber noch nicht mal am Wasser, weil ich kann natürlich mein Fahrrad nicht abschließen. Ich kann gar nichts. Ich habe den jetzt die ganze Zeit so im Auge. Wahrscheinlich ist auch die Angst größer, als wie es auch eigentlich ist. Weil ich habe natürlich auch viele Sachen da hinten in der Tasche drin, wie meine Powerbank, meine beiden. Dann Akku habe ich noch hinten drin. Ja, und E-Bikes sind immer so eine Sache, ne? Wenn die geklaut werden, da hat man ja immer so ein Auge drauf und vielleicht bin ich auch da zu empfindlich und zu ängstlich, aber lieber zu ängstlich, da das nachher weg ist. So, und ja Leute, das ist mein Feedback, also wenn ihr mal Lust habt, packt euer Herz mal an der rechten Hand und sagt, ich fahre mal von zu Hause aus los bis nach Zandvoort am Meer oder macht das mal, der eine oder andere, wenn er Mut hat. Auch nicht erzählen, auch nicht sagen, einfach machen. Und Leute, ihr werdet so viele Sachen als von Eindrücken werdet ihr echt erdrückt, weil so viele schöne Sachen gibt es, was ihr filmen könnt. Also wenn ich jetzt alles gefilmt hätte, was ich gesehen habe, da bräuchte ich 5 Speicherkarten. Von daher, das, was ich euch gezeigt habe, wahrscheinlich nur 20% von 100. Aber macht euch da mal euer eigenes Bild, nehmt euer Fahrrad, sagt einfach, komm raus in die frische Luft mal für 2-3 Tage und fahr mal die Strecke ab von Deutschland bis nach Zandvoort am Meer. Macht das mal. Wünsche euch alles, alles Gute. Ich hoffe, euch haben die 3 Teile gefallen und ich sage mal, bis zu meinem nächsten Video. Maret Jod, schwing de Hut. Bis zum nächsten Mal. Euer Sascha Verrückte Touren. Haut rein und bleib gesund.